Bereit für Weihnachten? Dann hol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totem aus All Over Print, saftige Lebkuchen, Timelone Glitzer Edition und Schneeball als Hochdruckdesign. Und 4D Feuerwerk-Programmkarten gibt's auch immer noch zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitch.com. Oh mein Gott! Der schwarze Bereich. Aber wie tief gehen das runter? Oh, was? Leute, ist das der Ausgang? Hier ist ein Licht! Was zum... Lauf! Lauf, lauf, lauf! Was zum... Leute, was? Oh mein Gott, ist der schnell, oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Der schnell sich, oh mein Gott! Oh nein, der zweite! Leute, was ist das für ein Riesenteil? Das ist der Boss. Das ist safe das größte Monster hier, oder? Oh mein... Lauf, 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 lauf. Einfach weiter, einfach weg. Oder passe ich überhaupt durch? Egal, ich habe keine... Ich will es nicht rausfinden. Ich höre keine Schritte mehr. Leute, ich brauche erstmal jetzt... Oh mein Gott. Dies... Was war das für ein... Leute, ich komme gerade nicht auf irgendwas klar hier. Einfach blauen Pfeilen folgen. Flo. Deswegen habe ich mir die Pfeile gemacht. Oh, es wird Nacht. Super, Leute. Die Pfeile habe ich mir aus dem Grund gemacht, dass wenn ich hier ultra aufgebracht bin wie jetzt und schnell laufen muss, einfach nicht denken muss. Blau heißt Freiheit. Wenn jetzt noch ein Turm kommt, raste ich komplett aus. Okay. Oh nein, die Glocken kommen. Das könnte jetzt diesmal sehr, sehr knapp werden. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, das könnte richtig knapp werden. Ich glaube, das Großmonster ist übrigens schon weg. Oh mein Gott, für Nacht! Oh, hier die Türen. Oh mein Gott, das war diesmal sehr knapp. Ich glaube, so knapp hatten wir es noch nie. Alter. Leute, was war das für ein Wasserbereich? Leute, dieser Tunnelbereich, Wasserbereich war immer das creepigste, was ich in irgendeinem Horrorprojekt hier erlebt habe. Monster von unten, von den Tiefen des Wassers, Monster von irgendwo anders, dann das gigantische Monster, was abtaucht. Ich hab keine Ahnung, Leute. Das war mir zu viel. Darauf erstmal ab in die Haie. Leute, Wassermonster, Tunnelbereich. Hey Leute, kein Spaß, ich krieg noch so Albträume hier für diesen Projekt irgendwann. Türen gehen auf! Okay! Alles klar. Ey Leute, ich brauche mal einen kurzen Moment. Ich weiß nicht, Leute, ging es euch auch so, aber letzte Folge war die heftigste im ganzen Projekt bis jetzt. Die allerkrasseste. Der Tunnelbereich, das größte Monster, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube, das war eine Stufe 8 oder 9. Wenn es 10 Stufen gibt, glaube ich, war das 8 oder 9. Warum stehen hier alle T-Shirt? Was zum? Warum stehen hier nicht mal Sessel und Tische und Bücherregale und... Manfred! Warum? Manfred, warum schon wieder? Weil hast du das nicht schon mal gemacht, die Minecraft Vampir? Ist Möbellabyrinth? Manfred, jetzt denkt er schon wieder, dass seine Möbel böse sind. Dass seine Möbel ihn ausspionieren. Manfred, reiß dich zusammen. Manfred, ich weiß, in deinem Hirn geht was vor. Das ist alles leer bei ihm. Das ist alles... Was? Manfred, warum ist hier alles leer bei dir jetzt? Nicht mein Bett. Manfred, wo schläfst du? Warte, Vampir? Ja, ein Vampir hast du schon mal alles ausgeräumt in dein, von dem Haus hier. Leute, wer erinnert sich noch dran? Dein ganzes Haus ist Labyrinth. Okay. Manfred, nicht okay. Manfred, wo ist überhaupt dein Bett? Wo schläfst du? Wie lebst du? Warte, Yet? Nein, nicht Yeti. Ah, hier ist dein Bett. Warum ist dein Bett hier? Manfred, dir ist schon bewusst, wir haben Winter. Ja, wir haben minus 10 Grad Celsius hier im Labyrinth. Im Busch schläfst du, da ist es warm? Manfred, was geht? Warte, Experiment? Warte, was? Warte. Oh, nein, Manfred, nicht Labyrinth.
Manfred, reiß zusammen, stopp! Manfred, alles gut bei dir? Okay, okay, okay. Warte mal, was schreibt er? Hä, ich habe einfach eine Pyramide. Warte, Vampir? Okay. Warte, Jed? Okay, okay, okay. Warte, Experiment? Okay, okay, okay. Warte, Labyrinth? Nein! Manfred, hilf dir alles auf! Stopp! Aus mit der Musik, Manfred! Aus! Husch! Ja? Hier. Wo hast du die? Ich dachte, die hat Mina geklaut bei dir. Ah! Okay, Leute. Nein! Stopp! Manfred! Nein! So, warte. Oh. Manfred, du musst aufhören, sowas zu machen. Wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Warte, wohnt er jetzt hier? Oder räumt auch jetzt hier Möbel aus? Oh nein. Oh nein. Okay, Manfred, alles gut. Räum nur nicht mit Professor Koffer aus, weil Professor Koffer muss arbeiten. Was macht er denn jetzt? Warum macht er jetzt schon wieder die... Leute, warum räumt Manfred alles aus? Ich weiß nicht, ja. Manfred ist so ein ganz eigener Typ. Ich hab keine Ahnung mehr. Wirklich mit den ganzen Monstern und so. Ich meine, ich drehe auch schon langsam durch. So ist es nicht, ja. Aber Leute, wisst ihr, was mir hilft? Dass ich nicht immer ganz komplett durchdrehe, ja. Das saftige Totem-Weihnachts-Holoverprint. Ja, das hilft mir so ein bisschen Ruhe zu bewahren. Und das erinnert mich, hey, bald ist Weihnachten, ja. Bald ist hoffentlich alles vorbei hier. Im Guten hoffentlich, nicht im Schlechten. Und Leute, wenn ihr es noch haben wollt, mit geilem Schneedings hier oben, ultra geil hier, shop.chaoswitzy.com, ihr holt euch hier, ich hab's auch hier in Minecraft an, es ist richtig schön hier, hält mich warm, trotz der kalten Temperatur. Und die Glitzer-Edition von Team Melone finde ich auch richtig geil hier. Ist richtig schön glitzerartig, ebenso wie Geschenke, 4D-Karten und natürlich die Ultimate-Edition, hier, wie man sie auch sieht, und unter Charakter-Overprint. Alles shop.chaoswitzy.com, schaut vorbei, ihr unterstützt mich. Und natürlich, das allerwichtigste Leute nicht vergessen, Manfred Plüschtier, ja? Bist du Labyrinth, ja? Hol dich den kleinen Manfred das Plüschtier. Kein Spaß, ich finde so knuddelig hier sein Plüschtier. Ultra, ultra geil. Okay. Ich habe Raketenwerfer. Ich habe noch ein Geschenk. War da was drin noch? Nee. Manfred, hast du das... Warte mal, vielleicht können wir mit Manfred traden. Manfred? Hast du zufällig eine Rakete? Ich habe Winterreifen. Woher habe ich das hier? War das von dem Monster? Kann ich irgendwas mit Steinen machen, Leute? Stone? Vielleicht ging irgendwo bei der Reibung der Mauer kaputt, aber ich glaube, es bringt nichts, Leute. Ich kann nichts placen, ich kann auch nichts abbauen. Manfred, hat er schon ausgeräumt? Wo ist er denn? Manfred, Manfred, Manfred? Manfred, ich habe ein paar Winterreifen für dich. Ich brauche aber eine Rocket, Rakete. Was? Ja, Manfred. Fredmann, wo ist er denn? Hier, Manfred, Winterreifen. Den mochtest du doch in Minecraft Yeti, oder? Hast du eine Rakete? Ich gebe dir sogar deinen Musikdisk wieder. Und 3 Gold. Reifen? Ja, Reifen. Weil ich habe keine Shotgun-Muni mehr. Und Leute, ich gehe nicht zurück ins Labyrinth. Und Manfred, was macht er denn hier? Manfred! Wo hast du eine Rakete? Okay, Manfred. Okay, okay, okay. Alles gut. Tschüss. Alles klar. Ich lasse dich in Ruhe. Leute. Winter? Leute, Winterreif? Okay, alles klar. Leute, ich wollte heute eine weitere Erkundungstour machen. Leute, wir müssen es einmal durchschaffen. Durch den Bereich, ja? Denn ich will es heute durchschaffen durch den Bereich mit den Booten, okay? Aber davor muss ich aufpassen. Und ich darf meine Munition nicht verschwenden. Wir wissen, die meisten Monster nehmen eh keinen Damage. Also es ist eigentlich verschwendete Munition. Habe ich erkannt, okay? Die Frage... Ah! Oh mein Gott, was ist denn das? Das schaut aus wie ein Bauch. Das schaut aus wie ein Bauch, der gerade ein Kind kriegt oder so. Leute, was zur Hölle? Oh mein Gott, ich glaube, ich kenne den Weg. Nein! Oh, no, 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 no! Es ist in mir! Der hat so richtig große Säbel in das Arme! Oh, 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 das ist gar nicht gut. Komm schon, Flo, jetzt nicht stecken bleiben hier, so! Blauer Bereich, blauer Bereich, blauer Bereich! Oh nein, oh nein, oh nein! Ich will keine Muni verschwenden! Lauf! Oh mein Gott, ich bin vorne, ich bin vorne.
sicher, wer checkt's nicht? Was ist das? Schaut aus wie so eine Schnecke und ein Bauch gemischt. Ich hab. Okay, Leute. Und das war noch nicht alles. Jetzt geht's weiter in unseren neuen Lieblingsbereich. Die Tropfsteinhöhle oder keine Ahnung, wie ich das nenne hier. Wir haben 4 Schuss. 2 Granaten, eine Rocket und eine Handcannon. Ich glaube, der Weg war hier. Oder warte mal. Hier? Nee. Oder? Bootrot! Du hast überlebt! Oh mein Gott, ich dachte, Bootrot ist tot. Okay, ich glaube, hier müssen wir irgendwo lang, oder? Hab ich das gehört? Was zum... Okay, nein, nein, nein! Oh, ich seh's! Oh mein Gott, Alter! Speedrun! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich hoffe, das ist ein riesiges Monster! Komm nicht wieder! Kann ich Bootrot mitnehmen? Nein, Bootrot! Ah, oh mein Gott! Oh, nicht du schon wieder! Nicht du schon wieder! Warte mal, hier ist ein neuer blauer Bereich. Oh, er ist hinter mir. Warte mal, was gibt es? Einen zweiten blauen Bereich? Oh mein Gott, ich habe keine, wo ich hinlaufe. Als ob er das nicht gecheckt hat. Leute, ich bin so verwirrt. Ich dachte, wir waren schon im blauen Bereich. Warum ist hier nochmal einer? Und wo ist dieses Godzilla-artige Monster? Ist da hinten. Lauf! Hä, hey, warte mal, hier ist nochmal... Leute, sollten die Bereiche nicht eigentlich... Warte mal, bin ich im Kreis gelaufen? Leute, ich bin 100%ig im Kreis gelaufen, oder? Leute. Schreibt bitte mal jetzt in die Kommentare. Ich bin doch in eine Richtung gelaufen, oder? Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Warum sind wir dann wieder bei dem Stormbrick-Bereich? Leute, ich bin gerade hinter dem Tunnelbereich. Hinter dem Tunnelbereich war noch ein zweiter blauer Bereich. Und jetzt noch ein zweiter Stormbrick-Bereich? Ich bin sowas von maximal verwirrt gerade. Hier sind auch wieder Blätter. Und Leute, lasst ein Like da. Ein Like gleich. Ja. Ein, keine Ahnung. Ein Prayer für Bootrot, Leute. Bootrot ist untergegangen. Wo bin ich hier? Leute, war der Tunnelbereich das, was Professor Kopf gemessen hat? Weil der Bereich kommt mir nicht bekannt vor. Das ist... Und ich habe schon viele Bereiche in dem Bereich erkundet. Hier war ich noch nie. Warte. Leute, bin ich zurück im Innenbereich? Was zum... Was? Hier sind Türen. Was? Das ist... Hier ist irgendwas! Hier ist irgendein Fleischmonster. Leute, das ist nicht mein Innenbereich. Das muss ein zweiter sein. Eine zweite Kolonie oder so. Guck mal, die Mauern, die sind schon kaputt und infiziert. Und was ist das? Und nur eine bessere Frage. Was ist das hier oben? Das Große. Hier ist Blut statt Wasser.
Die Mauer geht hier kaputt, glaube ich. Was ist das? Hier sind Tote. Hier sind so Türme, so tentakelartige. Komm, hier ist dasselbe Dorf. Oder warte mal. Leute, ich glaube nicht, dass es mein. Ich glaube nicht, dass es meine, mein Innenbereich ist. Ist es vielleicht ein zweiter Innenbereich? Leute, gibt es vielleicht im Labyrinth unendlich viele? So Innenbereiche? Von den Leuten, die vor mir da waren? Ich habe gerade sehr Angst. Hier ist mein Haus! Ne, Leute, es ist nicht mein Haus, guck mal. Das schaut ganz anders eingerichtet aus. Hier ist alles kaputt. Ja, hier fehlt mein kompletter Merch und alles. Hier ist ein Loch in der Wand. Leute, das ist so verstörend. Ich kann es kaum in Worte fassen. Okay, ich habe jetzt mehrere Theorien. Vielleicht wiederholt sich das Labyrinth immer wieder. Das heißt, man kommt immer wieder in den Tunnelbereich und dann wieder blau, Stonebrick, Blätter und wieder in den Bereich. Und das ist vielleicht von den Leuten, die vor einem Jahr hier waren. Die waren vielleicht in dem Bereich. Leute, die vor 5 Jahren da waren, waren in einem weiteren. Das erklärt auch, warum Professor Koffer 7000 Blöcke weit weg ähnliche atomare Strukturen gemessen hat, wie die von meinen Türen. Es gibt unendlich viele Türen. Nein, hier ist jemand! Das. Ich glaube nicht, dass Manfred oder irgendjemand ist. Was ist das? Das war kein Mensch! War das einer der Leute, von denen wir die Bücher gelesen haben? Der ist so komisch. Das ist kein Mensch. Oh nein. Lauf! Oh mein Gott, der ist richtig schnell. Alter, wie creepy. Denkt ihr, das war auch irgendwann mal einfach so ein normaler Typ wie ich? Und der ist infiziert worden? Er läuft weg. Guck mal, schauen alle Innenbereiche einfach gleich aus? Hier ist ein Buch. Ich schau, ob der Typ jetzt weg ist. Ich glaube, er ist weg. Es gibt unendlich viele, unendlich viele, unendlich viele. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Es hört nie auf. Wir sind Puppen im Spiel des Teufels. Leute, ich dachte mir gerade schon, gibt es unendlich viele Innenbereiche? Es hört nie auf. Wir sind Puppen im Spiel des Teufels. Der Teufel will uns leiden sehen. Er lebt und atmet. Er ist die Wand, das Labyrinth und alles. Was? Unsere Seelen gehören ihm. Das Auge, das Auge, das Auge sieht alles. Jede Wand kann sehen. Ich verwandle mich. Es zerstört meinen Verstand. Es hört nie auf, die Stimmen werden lauter. Ich bin nicht mehr ich selbst. Leute, das haben wir auch in den anderen Büchern gelesen. Achso, okay. Das heißt, wir wissen jetzt relativ fix, wenn man lange im Labyrinth drin ist, wird man verrückt. Genau wie der Typ hier. Ich glaube, das ist der Typ, der gerade die ganzen Bücher geschrieben hat. Es ist mein schlimmster Albtraum. Es ist Horror und Segen zugleich. Ich liebe es, es ist so schön, aber ich hasse es. Und wie will ich selbst sein? Was ist das? Warum passiert das? Wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? Ich bin das Labyrinth. Werdet zu... Flüchten ist sinnlos. Es gibt keinen Ausgang. Das hier ist die Welt. Es ist echt. Es ist die neue Realität. Alles ist wahr. Ich werde zu ihm. Je länger ich hier bin, es macht mich verrückt. Und ernährt mich an... Und ernährt sich an meiner Angst und meiner Panik und frisst. Leute... Ich glaube, das Labyrinth ist Anomalie und lebt. Und besteht eigentlich aus Fleisch. Guck dir mal das hier an. Ich glaube, hinter den Stonebricks ist die ganze Zeit Fleisch. Wie dem Fleischbereich, den wir mal gesehen haben. Nur die Stonebricks verdecken das. Damit man nicht sieht, was das Labyrinth wirklich ist.
Ihr Anführer kennt den Weg, er überwacht alles, er kennt jede Mauer, jeden Weg. Er ist das Auge sieht jeden, das Auge ist das Labyrinth. Und das Auge ist das Auge, es liebt es, uns zuzusehen. Wir sind nur Ratten für ihn, es hört nie auf. Ich habe den Größten gesehen, die größte Kreatur. Es war der stärkste Überlebende, ich kannte ihn persönlich. Was? Das heißt, je stärker man von... als Mensch ist es, so größer wird man das Monster? Habe ich es richtig verstanden? Und riesig, es ist 100 Meter groß und kommt jeden Tag zurück und frisst uns und ernährt die Türme. Die Türme sehen alles. Die Kolonien werden fallen. Dies war nicht gut. Diese war nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich werde mein neues Leben finden. Es ist Liebe und Licht. Das Auge wird mich leiten. Ich werde singen. Ich bin frei von meinem Körper. Ich bin... Und dann nur noch komischer Text. Leute, ich muss hier weg. Ich will nur schauen hier. Ist Manfreds Haus auch gleich? Leute, bitte schreibt mir meine dicke, lange Theorie in die Kommentare über das, was wir gerade gelesen haben. Das Buch, ich kann's... Ich glaube, das muss man ein paar Mal sich anhören. Ein paar Mal zurückspulen, damit man wirklich checkt, was das Buch meinte. So geht's mir meistens, wenn ich die Folgen schneide. Da checke ich erst richtig, was gemeint war. Hier ist das Haus von Professor Koffer. Hier sind Items. Hör, ist eine Musik, die ist von Manfred. Ich hab was. Shotgun-Munition. Hier sind drei Jukeboxen. Eine Karte? Warte. Schnee. Das ist mein Innenbereich, Leute. Das ist meiner. Raketenwerfer. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Oh! Warte! Leute! Ich glaube, ich weiß, wer das hier ist. Oh nein, Leute! Nina? Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Es tut mir leid! Leute, habt ihr sie gesehen? Nina, es tut mir leid, aber... Ich glaube, dir geht's besser... im Himmel als hier... als Hölle auf Erden. Weil es hier ein Buch. Wer auch immer das liest, ich verwandle mich. Waffen sind nutzlos gegen sie. Die Gänge gehen unendlich weiter. Wir sind alle nur Versuchsobjekte, die zu Monstern werden, je länger man drin ist. Leute, ich glaube, Nina hat es bisher geschafft sogar und hier wurde sie dann infiziert. Ohne sie hat herausgefunden, dass es keinen Ausgang gibt. Aber ich kenne die Lösung. Der einzige Ausweg ist der, wie man reinkam, der Aufzug. Oh, stimmt, sie kam ja schon mal über den Aufzug rein. Sie hat schon mal probiert auszubrechen. Ich habe es beim ersten Mal fast geschafft. Die Wachen sind zu stark. Aber nicht so stark wie die Kreaturen. Falls du das liest, Manfred. Ich habe dich wirklich geliebt. Aber ich konnte nicht abwarten, dich sterben zu sehen. Weil ich weiß, dass du es nicht herausschaffen würdest. Also musste ich laufen. Und deswegen ist sie abgehauen. Aber warum hat sie alle meine Sachen geklaut? Und Manfred seine? Mein Bauch bewegt sich. Ich fühle mich nicht gut. Es beginnt. Wer auch immer das lesen wird, stoppt das Labyrinth. Niemand darf das jemals wieder erleben. Zieht den Stecker. Findet das Labo. Das Labo. Das Labo was? Was war das? Was war das? Ich habe irgendwas gehört. Was zum... Was zum... Was zum... Leute! Wie groß ist das? Bereit für Weihnachten? Dann hol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totem aus All Over Print, saftige Lebkuchen, Timelone Glitzer Edition und Schneeball als Hochdruckdesign. Und 4D-Feuerwerk-Autogrammkarten gibt es auch immer noch zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzig.com.